So, hallo, ich habe heute wieder ein Unboxing für euch. Ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen, weil gerade der DHL-Fahrer da war. Boah, der hat gut gerochen. Der hat richtig gut gerochen, hatte aber leider einen Ring am Finger. Als ob es was ändern würde, wenn er keinen drauf hätte, ne? Aber anyway, fangen wir mit dem ersten Päckchen an. Das ist noch nicht so ganz spektakulär, obwohl eigentlich schon. Es gibt übrigens nicht nur noch Parfum-Videos auf diesem Kanal. Ja, es kommen auch noch andere Videos wieder. Aber jetzt gerade ist die Zeit halt ein bisschen Parfum-lastiger. Ich hoffe, euch macht das nichts aus und ihr freut euch mit mir. Ich möchte euch das gerne einfach zeigen, weil ich das gerne mit euch teile. Und erstmal muss ich mich jetzt bei euch bedanken, Freunde. An die Leute... Ist das ausgelaufen? Nee, doch nicht. Oh doch, ein bisschen ist ausgelaufen, aber Gott sei Dank nur ein bisschen. Ich liebe sowas, ne? Vielen, vielen Dank an die Leute, die mir in einem meiner letzten Parfum-Videos in die Kommentare geschrieben haben, dass es bei der Seite Wunderkopf das Eau de Missions in der 500ml Größe, die habe ich mir jetzt bestellt, diesen großen Brecher hier, für noch nicht mal 17 Euro und keine Versandkosten. Und es ist auch keine Verarsche, es ist genau das richtige Zeug drin. Riecht man auch, weil die Flasche hier gerade schön besudelt ist. Es ist ein bisschen ausgelaufen, aber es ist nicht so tragisch. Ist wohl nur ein kleines bisschen, also hier drin ist jetzt auch nicht viel. Deshalb kann ich das gerade nochmal verschmerzen. Aber ach, ich freue mich so sehr, dass ich jetzt einen riesengroßen Vorrat von diesem wundervollen Duft habe, denn er ist einfach Mamuschka. So, das zweite Päckchen ist aber von Nutino, ehemals Eye-Parfümerie. Und da habe ich mir einen Duft bestellt. Zudem wurde ich wieder angefixt. Den kann man auch nur bestellen, also zumindest in Deutschland. Ich konnte ihn noch nirgendwo riechen, deshalb ist das heute eine Weltpremiere. Und ich habe mir wieder einige Videos dazu angeguckt und habe mich einfach wieder verführen lassen. Es ist ein ziemlich günstiger Duft, weshalb es das Ganze nochmal besonders toll macht. Nutino übertreibt aber auch mit dem Pupapier, ne? Oder habe ich was zu tun nachher? Ganz viel Werbung liegt da oben drauf, ne? Rettet die Wälder. Und hier ist auch schon der Duft drin, richtig gut verpackt. Wie gesagt, ich bin heute Abend die ganze Zeit mit dem Pufpapier zugange. So, alleine die Umverpackung ist schon mega hammergeil. So eine richtig tolle Box. Also sowas, so eine Präsentation bekommt ihr eigentlich nur zu Düften, die um die 200-300 Euro kosten. Der Duft hat jetzt 27 Euro gekostet. Und zwar handelt es sich um Al-Haramain Dazzle Intense. Und ich bin da wieder zufällig drauf gestoßen. Ich klicke mich ja immer durch die ganzen Parfum-Videos auf YouTube und... ja, der Duft ist wohl ziemlich gehypt. Der Duft wird als orientalisch, süß, blumig beschrieben. In dem Zusammenhang fällt auch oft Manifesto und La Vie est Belle Intense. Und die beiden Düfte mag ich eigentlich ziemlich gerne. Deshalb hoffe ich, dass mir der gefällt. Ich mache es mal vorsichtig auf. Oh ja, vorsichtig. Hier oben drauf auf dem Deckel ist so ein Möchtegern Swarovski Brilli. Und ja, ich glaube, es sind 90 Milliliter, genau. Und viele sagen, dass der Flakon aussieht wie eine Ente. Sie haben auch, glaube ich, recht. Hier nochmal fürs Thumbnail. Ja, der Flakon fühlt sich schön an, liegt auch gut in der Hand. Ist halt schwarz mit Silber und ja, jetzt bin ich aber zu gespannt und möchte den Duft endlich mal riechen und hoffe, dass er mir gefällt. Oh ja, der gefällt mir sogar sehr gut. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr blumig, sehr süß. Woran erinnert er mich gerade? Der erinnert mich nicht an Manifesto, auch nicht an La Vie est Belle, an irgendwas anderes aber. Geht auch für mich so ein kleines bisschen in eine süßere, hellere, noch blumigere Richtung als das Dieter von Thés Eau de Parfum. Also nicht so dunkel wie das Dieter von Thés Eau de Parfum. Definitiv für einen schönen Frühlings-Sommertag, aber eher so für einen Abend, so ein bisschen was Feineres. Also für schöne Anlässe, aber ich trage sowas ja auch ganz normal im Alltag, ne? Aber ja, der gefällt mir auf jeden Fall auch wunderbar, Mamuschka. Ich schaue gerade nochmal auf Parfumo wegen der Duftnoten nach. Da könnt ihr ja immer alles recherchieren. Hashtag not sponsored. In der Kopfnote sind Elmiharz, Tangerine, Orangenblüte. In der Herznote sind Iris, Pflaume, Jasmin. Und in der Basisnote Patchouli, Moschus, Praline und Vanille. Und die Pflaumennote wird da immer sehr, sehr gelobt. So wirklich die Pflaumen nehme ich gerade noch nicht wahr, aber wir sind ja gerade noch in der Kopfnote. Und da nehme ich halt gerade auch die Orangenblüte sehr, 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 sehr. Ich schwöre, ich habe keinen Schluck von dem Parfum genommen. Also gerade noch alles sehr, sehr blumig, also sehr, sehr Kopfnote, Alter. Aber er gefällt mir. Wisst ihr, woran er mich auch ganz entfernt erinnert? An Mademoiselle von Chanel. So ein kleines bisschen. Also wenn ihr auf blumige, süße Düfte steht, kann ich euch den hier sehr ans Herz legen. Ist auf jeden Fall ein guter Blind Buy, also 26 Euro irgendwas habe ich dafür bezahlt. Und das geht wirklich, also ne, für den großen Flakon und dann noch für die schöne Präsentation mit der Kiste. Klar ist die Kiste hier ein bisschen billig gemacht, ne, ist halt Plastik.
Aber da kann man ein paar Sachen reinpacken. Also von daher hat sie auch noch einen Nutzen. Und wegschmeiß. Er wird auch gerade noch mal ein bisschen süßer, leckerer. Ich glaube, er schwenkt gerade schon so langsam in die Herznote rein. Sehr, sehr lecker. Also er gefällt mir wirklich gut. Und das war's dann jetzt mit meinem kleinen Unboxing und First Impression. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer letzter Blind Buy war, beziehungsweise euer letzter Parfumkauf, von dem ihr sehr überrascht wart. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen ein bisschen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!